Lux leuchtet ein. Auf dem Kulturfestival Sommerwerft an der Weseler Werft in Frankfurt gibt es ja so manche ungewohnte Sachen. Deswegen gibt es heute Abend hier auch eine Silent Disco. Das ist eine Art von Disco, wo man gar keine Musik hört, nur auf dem eigenen Kopfhörer läuft die Musik und drumherum ist es komplett still. Wir wollen uns heute hier mal umschauen und gucken, was die Leute eigentlich an dieser Art von Disco reizt. Also ich finde es cool, dass es sozusagen mal ganz anders ist als so die normale Disco und einfach, dass es so durch die neue Technologien möglich ist, so zusammen Spaß zu haben. Man kann ja auch einfach die Musik wechseln und es ist voll lustig, was Unterschiedliches zu hören. Außerdem, wenn man sich unterhalten will, muss man sich nicht anschreien, sondern kann einfach den Kopfhörer absetzen. Das Tolle ist ja, man kann die Kopfhörer auch mit nach draußen nehmen. Ich glaube, das ist ein ganz lustiges Gefühl, wenn man um sich rumguckt und alle tanzen sieht und wenn man die Kopfhörer auszieht, dann die Musik auf einmal aufhört und man nur die Füße auf dem Boden hört. Ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Ich probiere es jetzt mal aus. Die Stille. Silent Disco, oder? Also hier tanzen ja lauter Leute, aber man hört gar keine Musik. Ja, es ist abgefahren, es ist was Neues. Und also wenn die dazu feiern und das gut finden und damit niemand anderes belästigt wird, finde ich es eine gute Idee. Okay, und würdest du auch mal das ausprobieren wollen? Ich glaube nicht, weil ich glaube, das ist nicht so meine Musik. Aber ich finde es gut für die Leute, wenn sie da Spaß dran haben und das machen wollen, dann ist es eine coole Sache. Also ich hätte hier ein paar Kopfhörer. Ich würde sie dir kurz, wenn du möchtest, könntest du es einmal kurz ausprobieren. Also ich krieg keinen Schaden davon. Nee, ist auch nicht. Ja, das ist so ein bisschen, wie ich schon eben gesagt habe, ist so gar nicht meine Musik. Aber jetzt ist zumindest als Außenstehender ein bisschen nachvollziehbarer, warum sie sich so bewegen und warum sie so ihre Party machen, wie sie sie machen. So, da die Silent Disco draußen stattfindet, kann es jetzt nicht mehr weitergehen. Es hat angefangen zu stürmen und zu regnen. Alle müssen die Kopfhörer drin abgeben. Ich habe das noch nicht gemacht. Am nächsten Freitag, also am 31. Juli, findet die Silent Disco nochmal statt. Da sollte man auf jeden Fall nochmal hingehen und das Ganze ausprobieren. Viel Spaß dabei. Ich muss die Kopfhörer reinbringen und ich werde auch gerade total nass. Also bis dann. Lux leuchtet ein.